Wirklich feierlich, was hier mal ankommt. So, ich guck nochmal nach. 1, 2, 3 machen's eigentlich. Es scheint mir aber wirklich daran zu hapern. Entschuldigung. Du hast doch hier die Dinger vor die Füße. Moment mal. Da sind sie doch, die grünen Dinger. Also die elektronischen Schaltkreise. Warum nimmst du sie nicht? Muss ich das jetzt verstehen? Ach, warte mal, was? Oh, ist das wirklich so, wie ich gerade denke? Warte mal, der holt Zahnräder rein, der holt Platten rein, der holt... Was holst du rein? Nochmal Platten? Das wäre Quatsch. Einer von euch beiden reicht. So, aber der hier holt das rein. Hoha, hoha. Ja, da habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht. Weil wenn wir diese Arme nicht weiter verteilen, quasi, dann können die hier oben auch nicht ankommen. Logischerweise. Ja gut, ich verteile sie gerade hier in die Fabrik. Das ist ja nicht schlimm. Aber... muss mal bei der anderen gucken. Der schiebt's auch hier in eine Fabrik. Okay. Das wiederum bedeutet aber, wenn ich mal wirklich davon ausgehe, dass die wirklich nur in zwei Fabriken reinschieben, die Knickarme. Haben wir noch einen, der Knickarme herstellt? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir ein kleines Problem. Und zwar, dass er hier zum Beispiel niemals Knickarme kriegen wird. Das kann doch nicht sein. So, ich gebe dir mal ein paar. Ist das wirklich so? Na gut, was wir machen könnten, wäre... das hier umbauen und ihm die Knickarme so geben, aber dazwischen ist ja auch noch einer, der eigentlich die Sachen kriegen müsste. Jetzt ist die Frage, mal so tralala. Ich habe nicht so irgendwie den Eindruck, dass es an diesen Platten liegen kann. Die wir ja hier quasi um die Ecke laufen lassen. Und dementsprechend wird das ja nochmal gefüllt. Ich sammle sie hier mal auf und gucke mir dann mal an, ob das Ganze irgendwie wieder funktionell ist, dass irgendwie hier wirklich mal diese Greifarme hochkommen. Kann es ja nicht sein. Ich hoffe, ich bin nicht gleich voll. Och ja, ein bisschen Plast. Ja, ich bin auch ganz plastisch. Immer diese Versprecher. Nee, nee. Aber, ne, wie man merkt, jetzt nehmen wir ja schon wieder eine... Moment. 39 Minuten nehmen wir gerade auf. Und wie viele Lecks hatten wir mittlerweile zwischendurch? Kaum. 2, 3 Stück. Das will mir nicht irgendwie in den Kopf gehen. Also entweder es funktioniert ein System oder es funktioniert nicht, aber nicht immer dieses hin oder her. Ich verstehe es nicht. Naja. Ich hoffe nur nicht, dass es nachher doch irgendwie an der Grafikkarte liegt oder so. Oder irgendein Gedöns. Was sein kann, ist, dass, ja, wie gesagt, die Temperatur von der CPU zu hoch geht.
Aber dann wäre es auch so, dass es jetzt quasi dauerhaft wäre und nicht die CPU wieder runtergeht von der Auslastung her. Was eigentlich auch Schwachsinn ist. Also Schwachsinn in dem Sinne, dann wird es sich nicht so verhalten, dass quasi jetzt alles flüssig läuft und ich einen Leerlaufprozess von über 60% habe. Oha, jetzt können wir keiner mehr aufnehmen. Ist nicht schlimm. So. Allerdings, hier laufen immer noch so viele voll. Boah, das ist ja ein Wahnsinn. Was wir machen könnten, ist natürlich einen Greifarm nehmen oder mehrere. Und hier oben die Platten mal wieder abgreifen. Einerseits haben wir dann quasi das Schöne, dass wir, wenn wir wieder Platten bräuchten, haben wir welche da. Und ja, ich glaube, Strom haben wir noch genug, ne? Ja, um das hier zu versorgen. Ja, wunderbar. Einerseits haben wir es da, andererseits würde ich gerne das Fließband hier mal kurz ein bisschen leer kriegen. Yippie! Und wir haben, Entschuldigung, wenn es zu laut war. So, einmal umsetzen hier. Oh, solle. So, was können wir denn noch? Also ich glaube, wir brauchen auch bald blaue Tränke. Ach, der Werkzeuggürtel, den können wir erweitern. Das ist nicht schlecht. Dann kriegen wir quasi zwei Kammern, oder besser gesagt, das Ding hier verdoppelt sich hier unten in der Mitte, wo wir mehr ablegen können und so. Das ist sehr toll. So, ihr schaufelt die Platten da weg. Das ist toll, das ist super. Allerdings, ich glaube, das wird nicht mal reichen. Boah, haben wir eine Massenproduktion. Vor allem, ich wundere mich gerade, dass die... Ach so, du bist es, ne? Ja, immer diese eine Platte da oben hinlegt. Okay. Na gut, aber das geht ja alles. Was ich nämlich gerne mal kurz beobachten möchte, ist, ob hier mal irgendwie auch Greifarme oder sowas quasi hierher verlegt werden. Ja, hier ist zum Beispiel einer, der setzt sie nach draußen hin. Also auf das Fließband raus. Dann war das wahrscheinlich unten auch raus und nicht rein. Und dementsprechend, das sind Zahnräder, hier war das. Dementsprechend wird es ja doch Sinn machen, wenn man dem Knickarm hier sagt, bitte setzt die da raus. So auf das Fließband. Ja, so war das mal gemacht und gedacht und dann laufen auch die Knickarme nach oben. Und dementsprechend können dann auch die Fläschchen produziert werden. Ah, ja. Okay, alles klärchen. Dann haben wir das Problem zumindest schon mal gelöst. Das mit meinem Rechner hoffe ich kriegen wir hin. Das kriegen wir gelöst, etc. Ja. Ansonsten muss ich gucken. Also die Onboard-Grafikkarte, glaube ich, können wir noch mehr knicken als alt andere. Die würde hier unter Volllast laufen. Bei dem Spielchen hier alleine. Denke ich mal. Alleine wegen dem zugewiesenen Maximum von 128 MB RAM. Oh, wer baut denn solche Chipsätze, wo man so wenig RAM zuweisen kann? Das ist doch... Naja, halt Desktop, ne? Dafür sind eigentlich solche Chipsätze auch gedacht. Deswegen jeder, der einen Gaming-PC oder sonst was hat, der sollte dann... Oder sich... holen, machen, tun, was auch immer will, sollte sich eine externe holen. Und bei einem Laptop sollte man wirklich darauf achten, dass der RAM nicht vom normalen RAM genommen wird, sondern dass die, dass der Speicherchipsatz nochmal einen extra RAM dazu hat, quasi. So, mal nebenbei. Ja. Aber ich würde sagen, hier läuft die Produktion dann langsam wieder. Allerdings, wir sehen auch, dass er jetzt hier oben Knickarme reinsetzt. Das ist nicht so toll. Boah, boah, gut. Vielleicht werde ich jetzt noch eine Fabrik bauen, die nochmal grüne Fläschchen herstellt. Das können wir ja nochmal schnell machen.
denke ich mal, ist ja nicht so wild. Dann werde ich das Abgreifen hier ein bisschen umstellen, dass wir es ein bisschen höher laufen lassen und dann erst abgreifen. Quasi irgendwie hier so. Na, nee. Drehen bitte das Band. Out of range. Okay, alles klar. So, dann müssen wir hier erstmal die Greifärmchen wegmachen und so. Lalalala, dann lassen wir es nach oben laufen. Danke. Ja gut, das hätte ich jetzt auch noch einsammeln lassen können. So, dulle. Ja, und da dachte ich mir, jetzt bin ich nämlich wieder voll. Trollolol. Ja, die Ärmchen kann ich aber schon mal einpacken hier, ne? So. Weil die können wir auch dann verwenden erstmal. Sprich das, was hier oben wieder ansetzen. So, jetzt will ich aber erstmal die Fabrik hier aufstellen. Na? Geh mich aus der Latüchtel. Vielleicht kriegen wir auch zwei hier hin. Die dann nochmal grüne machen. Und dann müssen wir nochmal gucken, was brauchen wir alles nochmal dafür. Hier bräuchten die Fließbänder. Und die Knickarme. Mehr brauchen wir hier oben eigentlich gar nicht. So. Und dementsprechend, ja, brauchen wir hier einmal rein. Und auf der Seite auch für die Fließbänder. Zeug wird hier oben gar nicht benötigt gerade, ne? Das Kupfer und so. Aber egal. Schauen wir mal. Vielleicht packen wir das dann auch in die Kisten oder so rein. Du willst mich rollen, ne? Okay. Dann nehmen wir noch ein paar Rollen. Nee, nicht unbedingt hier die Kohle einsacken. Ich habe jetzt schon Inventarplatzprobleme. Ich verstehe es nicht. Echt? Jetzt läuft er fast schon eine Stunde ohne einen Leck. Ich habe echt keinen Plan. So, der kommt da natürlich nicht ran. Gut, was wir machen könnten, wäre die Fließbänder jetzt umknicken lassen, aber das ist auch doof. Dann nehmen wir den großen halt rein und jetzt bauen wir auch wieder den großen raus. Dann werden wir noch ein, zwei große herstellen. Oder vier. So, das Teil hier ist auch fertig. Dann kann die hier oben hin. Wunderbärchen. Und die Forschung ist auch schon wieder abgeschlossen. Ja, jetzt kommen auch langsam grüne Tränke wieder, dass die Forschung vorangeht. So, dann sollten wir mal Rohölaufbereitung ein wenig erforschen. Oha. Dann kommen wir in höheres Gefilde von dem ganzen Gedönsel. So, rein und raus und du auch raus. Und dann müssen wir das Ganze nochmal an die grünen Tränke hier anschließen. Du wiederum rein und du produzierst bitte grüne Tränke. So, dann brauchen wir wieder das Fließbandelchen. Eigentlich müsste er... Ach, er hat keinen Strom. Der Gute hat keinen Strom. Ja, greif zu. Gönn dir, gib's dir. So. Oha. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das Band hier kürzen und quasi mit anderen Greifarmen ein wenig sortieren lassen. Ja, ich bin voll, ich war heiß. Und zwar voll mit Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ist zwar wichtig und toll, aber nee. Tralala. So. Bumm. Einmal du. Dann, ach nee, hier stehen gar keine Öfen mehr. Super. Das war jetzt awesome. So, egal. Was können wir denn noch loswerden? Stahlträger. Bruch hier kein Mensch. Kupferplatten. Gut, das könnte ich dir jetzt geben. So 100 Stück. Du brauchst die Knickarme. Du brauchst... Ja, das eine war Eisen, das hier ist Kupfer, ne? Aber egal. Ich sehe aber gerade, ich habe 3 Rohkupfer hier rumliegen. Die werden wir schon mal los. So, dülle. Na, die Fließbänder dahin, das
Kann ich die Motor... Ah, cool. Kann ich mich hier mal so irgendwie Blödsinn... Da unten... Ach ja, der Gürtel hat sich jetzt erweitert. Kann ich ja irgendeinen Blödsinn da unten erstmal reinschöffeln. Das ist schön, weil dann haben wir nicht auch mehr Lagerplatz. Hier so ein paar Steinchen und keine Ahnung was. Hier ein Kupferdraht. Ein Kupferdraht haben wir, super. Yay. Moment, wer brauchte den? Du brauchst Kupferdraht, ne? Komm hier, gönn dir. Ein Kupferdraht hast jetzt mehr. Ja, das hat mich auch gefreut. So. Aber warte mal, der packt das nur hier rein, ne? Boah, hier produzieren wir auch nochmal Kupferdraht. Boah, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, durch seine alten Systeme dann wieder durchzublicken, ne? Aber der packt das auch nur da oben rein. Also, hier ist kein Fließband mit Kupferdraht irgendwie großartig. Ist auch nicht schlimm. Und die grünen Platinen brauchen wir hier irgendwie auch gar nicht. Hm. Naja gut, das könnte man jetzt auch alles umsortieren lassen und irgendwie noch abtransportieren lassen. Aber wir werden uns jetzt erstmal kurz um die grünen Tränke kümmern. Wo die hin müssen. Und ich glaube, hier ist das Fließband für grüne Tränke. Dann können wir das hier hochbauen. Ja gut, die Kiste da vielleicht abbauen. Ja, wunderbar, dann kommen wir nämlich auch da durch. Sehr schön. Einmal um die Ecke bitte. Na, du sollst nach unten. Jetzt habe ich die Tränke in der Hand. So, hier. Kannst du wieder zwei Tränke raussetzen. Ah ja, genau. Du kriegst nämlich auch noch das Fließband. Zup, zup. Und dann läuft es hier. Und zwar richtig rund. Sodele. Allerdings mit den Kisten und so, da müsste ich dann gucken. Kriege ich alle weg? Super. Ja, dann würde ich nämlich hingehen und da vielleicht intelligente Knickarme bauen. Sind erstens ein bisschen schneller. Machen wir mal vier. Ja, das hier müssten wir dann auch mal aufsammeln, sofern es geht. Trüdelülü. Hier haben wir das Band auch nochmal gekürzt.